scheiß Drecksgame. Auch als ich das Spiel neu gestartet habe, bin ich wieder hier abgeschissen. Ich habe nur mit der Aufnahme begonnen. Nein, das Spiel stürzt sofort hier ab. Bleibst du stehen. Okay, du kommst bis hierhin mit. Also ich habe keinen Bock mehr, selbst ich starte das Spiel neu. Ich wollte es gerade wieder sagen. Ja, mir geht's wieder gut. Ich habe mich ein bisschen abreagiert. Nein. Du Drecksnoob! Stirb! Hey, das Spiel setzt alles darauf, dass ich es anfange zu hassen. Das ist eine Tatsache. Mir ging es gerade wieder halb mies. Ja, ist okay, jetzt kann ich weiterspielen. Und was macht das Spiel? Ich stürze ab. Das habe ich immer wieder toll gemacht. Sie werden nicht einmal merken, dass ich hier bin. Ja, aber sowas ist dumm. Ich weiß, dass ich mich unnützerweise aufrege, aber trotzdem, ich finde es dumm. Das ist, nur hätte ich... Mir fehlen die Worte, ernsthaft. Was soll ich noch dazu sagen? Lass uns stürmen. Müssen wieder bis ganz nach unten. Dr. Rosenberg. Ernsthaft? Warum? Warum tust du mir das an, Spiel? Ich habe Angst, hier ist eine Lade. Schnell speichern hier hin, schnell laden hier hin. Anwenden. Okay, ihr seht dieses Menü voll oft. Okay, es geht zumindest weiter. Wie ich sehe, haben sie den Anliegen schon gefunden. Dann mal los. Spasti. Wir hätten lieber den Landereaktor zur Flucht gewählt, aber die Leute dort wollen unbedingt gegen die Kreaturen kämpfen. Sie setzen alle Hoffnungen auf jemanden namens Freeman. Freeman, guter Mann. Diese Idioten doch versuchen, einen Kampf auszufechten, den sie nicht gewinnen können. Freeman gewinnt alles. Ich brauch keinen Bock mehr eigentlich, um ehrlich zu sein. Vielleicht ist es für euch lustig, wie ich mich aufrege. Und das Spiel hat sich schon wieder aufgegangen. Bis nachher. Nach dem, was ist das jetzt, 10. Versuch oder so, ist das Spiel jetzt mehr weitergelaufen. Ich habe keine Ahnung. Also dann los! Ich habe keine Ahnung, was ich gemacht habe. Ich habe den jetzt einmal ausreden lassen und dann erst auf Aufzug runterfahren gedrückt. Hoffentlich ist das alte Sicherheitssystem noch aktiv. Mit etwas Glück ist meine Fingerabdruck-ID noch drin und in der Datei. Ich habe keinen Bock mehr, ernsthaft nicht. Ich finde das auch nicht mehr witzig. Leben. Wo bist du hin, du Depp? Ach, da. Dr. Rosenberg, ich bin ja so froh, dass Sie es geschafft haben. Wir konnten ein paar der größeren Teile zusammenbauen, aber Sie müssen den Rest der Konstruktion überwachen. Ausgezeichnet, Walter. Beenden Sie die Ausrichtung der Energiezellenmatrix. Ich werde sehen, ob ich das System im Hauptraum aktivieren kann. Matrix, Junge, wir haben keine Zeit zu verlieren. Ach so, ja, Porten. So, und meine Regel heißt, kein Half-Life ohne Zen. Woran dürfte die Ratten, wo wir jetzt hingehen? Nach Zen. Hm. Sieht so aus, als Porsche, Technik, Grafik, Bug. Oh. Ich habe Zen außer Acht gelassen. Kann diese ältere doch, Technologie, so wie sie jetzt ist, hier schon, keine Zielpunkte auf hier ist eigentlich das Ende des Spiels auch gleich. Wissen Sie, Mr. Kalun, Teleportation ist nicht so einfach wie G von A nach B. Ach, echt? Wir haben eine merkwürdige Grenzwelt entdeckt, die irgendwie eines Prozesses war. Und daher konnten wir nie mit Sicherheit vorhersagen, wohin uns eine Teleportation zurück auf die Erde bringen. Noch ein Grund mehr, warum die schon damals mit Zen-Forschung begonnen haben. Einige der erfolgversprechenderen Forschungsversuche führen zu einem Gerät, das mit den eigenartigen Kristallstrukturen verbunden werden könnte, die wir in dieser Grenzwelt... Mach weiter, Grafik-Bugs. Das kannst Dieses du am besten. Dieses Gerät könnte dann als Fokussierpunkt und Relais genutzt werden, um bei der Teleportation Teleport zu helfen. Nach hier. Naja, theoretisch. Nachdem das Gerät installiert Stock war, auch noch brach Stock der Kontakt auch. Zur bitte. Forschungsgruppe ab. Bitte. Wir haben später andere Methoden zur Steuerung der Felder entwickelt, aber die Ausrüstung in diesem Labor benutzt noch die alte Technologie. Ich jetzt zischen und alles und damit hört, wir hier lebend rauskommen, muss jemand in die
Grenzwelt reisen, um das Gerät zu aktivieren. Ja, mache ich auch. Muss ich ja auch. Ich keine andere Wahl. Ja, mach weiter Grafikbugs. Das kannst du am besten. Sie sind der Einzige, der dafür in Frage kommt. Alle anderen werden gebraucht, um die Anlage zu steuern. Merkt euch das. Wir sollten sie ziemlich nah an die Stelle bringen können, an der sich das Forschungsteam befindet. Bedienen wir die allein, die anderen. Ich fürchte jedoch, dass dort höchstwahrscheinlich mit Außerirdischen zu rechnen ist. Nee, ach echt, auf einer Grenzwelt, auf einer anderen Welt von anderen Leuten, rechnet man doch nicht mit anderen Wesen, oder? Vor allem, da es abstürzt ohne Ende, wetten jetzt gleich beim Porter nach, dann stürzt es auch ab. Alles klar. Aber ich hab schon mal geschafft, dass ich nicht kriege. Ja, ist da still die Anlage. Wenn das Feld geöffnet ist, wird es sehr schnell instabil. Nein, ich bleib einfach hier stehen. Simmons, können Sie mich hören? Alles bereit? Der steht direkt da oben. Wie soll er dich nicht hören können? Ernsthaft? Denk doch mal nach, du... Ich werde mich jetzt eh noch ein bisschen über die Grenzwelt aufregen, über Sinn. Erstmal, wir sind schon zum dritten Mal da drin. Drei an unterschiedlichen Sichten. Ich hab's mir. Ich wollte diese Teile Let's Playen, aber ich dachte nicht, dass Blue Shift so viele Faxen macht, dass Opposing Force nicht so unfair ist. Und Half-Life Source, also normales Half-Life, ging eigentlich. Immer noch das Liebste. Zu dem Task. Wir haben's fast geschafft! Ich speichere hier. Ich hab nämlich Angst. Aggregate haben volle Leistung erreicht. Nochmal speichern. Die Dämpfungsschleusen und öffnen Sie das Feld. Nochmal speichern. Jetzt warten wir ab. Was passiert? Ob es mal wieder einmal abstürzt? Nein, zum Glück. Oh mein Gott, da unten ist irgendwas an. Oder hat mich angeschrieben bei Sky. Die Musik aus Half-Life 1 und aus Opposing Force. Mein Lieblingslied. Aber trotzdem. Wieso werde ich angeschrieben? Mann! Ich weiß nicht, ob man das im Video jetzt sieht, aber ich werde angeschrieben. Bei mir blind. Flackert das? Nehm ich doch mal. Kann ich denn hoch? Wie es aussieht? Nicht. Ein Heiling Pool. Healing Pool, wenn schon. Warum lass mich in Ruhe? Brav. Hier rüber. Hier hoch. Safe. Kein Bock mehr. Ernsthaft kein Bock mehr. Das Gute ist, es ist noch Zen und dann nochmal ein bisschen in dem einen Raum, ein paar Räumen rumlaufen. Das vielleicht auch noch etwas dauern könnte. Oh nein, 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 nein. Nein, nein. Das ist das Labyrinth, mit dem ich gar nicht klarkomme. Wo ich mich stundenlang verirren können. Und das Ladezone. Aber die haben wir auch mit... Ach, ich speichere lieber hier nochmal. Diese Ladezone hat das Spiel mit Bravour bestanden. Oh, das gibt es ja gar nicht. Willkommen zum dunkelsten Part. Ach, ich glaube, das Lied, das werden wir in Half-Life 2 nochmal hören. Was ist hier denn da? Das Lied werden wir auf jeden Fall nochmal in Half-Life 2. Das soll ich mir zumindest machen. Links oder rechts? Bei beiden Seiten Headbirds. Und dann oder hinten. Wir haben hier lang und hier ist eine Sackgasse, so ich weiß. Ich halte die ganze Zeit die Duck-Taste gedrückt. Durch. Egal, egal, ich gehe weiter. Ich gehe weiter, ich gehe weiter. Ignorieren. Das ist ein Gegner, ein Helfer. Das ist, glaube ich, schon mal zum Teil der richtige Weg. Okay.
Ja, das ist der richtige Weg. Ich habe ihn gefunden. Direkt auf Anhieb. Alles klar. Wir gehen jetzt tauchen. Durch Schlamm. Tauchen. Wir sind im Raum. Hier gibt es auch ein tolles Easter Egg. Der Schamtod leer. Kenner werden es kennen. Und unbekannte Leute, ich habe es durch Cheats gemacht, weil ich nicht sicher bin, dass ich das überlebe. Egal, ich werde es euch zeigen. Jump. Oh, sieht das hässlich aus. Wir müssen ganz nach unten tauchen. Ja, das Ding hat irgendwann mal einen Boden. Irgendwann. Ich sterbe, egal. Ich will es euch zeigen, da müssen wir rein. Das überlebe ich nicht. Wir müssen hier durch müssen. Dann nach oben. Und wir haben es überlebt. Ja, ich will hier nicht erstmal. Schamtods Versteck. Erinnert euch an die? Die waren ursprünglich mal als Waffe gedacht, aber wurden nicht gemacht, das heißt. Bin hier. Wenn wir das hier benutzen, verschwinden alle. Oder wir gucken es an und verschwinden alle. Dafür kriegen wir eine Waffe, die wir sonst nicht kriegen würden. Glaube ich. Da ist das Loch. Ich möchte hier wieder raus. Es geht auch einfach. Barney, du hast nicht unendlich Luft. Optische Täuschung. Ich dachte, ich schon nicht da oben. Oh Gott. Das sieht psycho aus. Los. I did it. Ich hätte auch alternativ laden können, aber dann hätten wir nicht unsere tolle neue Waffe, die ich eh nicht benutzen werde. Oder hab's? Nein, ich habe die in Half-Life 1 auch nicht benutzt. Wir können uns das noch ein bisschen schneiden. Blub, blub, blub. Voll. Diese Crap haben wir getötet. Wir sind von da unten irgendwo gekommen. Dann nehmen wir einfach mal den Weg. Wollen wir hier durchgehen. Danke, Spiel. Danke. Ernsthaft.